Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und diesmal die Bluetooth-Kopfhörer. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Mixter oder so. Das ist das Modell i9. Active Noise. Die habe ich für einen Kollegen bestellt. Er hat mir aber erlaubt, dass ich Unboxing-Hardware-Video machen darf und halt testen kann und so. Er holte sich halt Wochenende ab, weil er während der Woche nicht da ist. Deswegen habe ich auf ihn hat er gefragt, auf ihn bestellen, weil er ja nicht zu Hause ist. Also ich habe dafür kein Geld ausgegeben, er hat dafür Geld ausgegeben. Und der ist halt während der Woche mit einem LKW unterwegs. Und deswegen hat er gefragt, ob ich so nett wäre. Sieht auch echt schön aus mit diesem Silberdruck. Seht ihr das? Die Marke kannte ich vorher gar nicht. Also er hat mir einen Link geschickt. Ich hole euch mal noch ein Stück näher ran. Damit wir... So. Packen wir das mal aus. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das aufgeht. Hier oben. Und mit dem blauen Baum sieht auch süß aus. Ohm, 94 dB, Lipolymer-Akku ist drin mit 500 mA, etwa 30 Stunden soll der gehen, ohne Rauschunterdrückung, also mit Rauschunterdrückung 24 Stunden steht hier, weil die haben eine Rauschunterdrückung, deswegen wollte er die unbedingt haben, wenn er auf dem Fahrrad unterwegs ist und damit telefoniert, also als Headset benutzt und für Musik hören. Oh, cool. Wir haben die eine Rauschunterdrückung. Das ist hier ein schöner Case. Kann man sich auch anhängen. Also hier ist so ein Band dran. Kann man sich irgendwo anhängen. So, da haben wir dann einmal so ein Pack mit Kabeln mit bei. Oh, hier ist so ein Gummiband drin, was die Kopfhörer festhält. Okay. Ja, dann haben wir einmal die Kopfhörer an sich. Und hier ist auch nochmal so was Härteres, was zwischen den Kopfhörern ist. So. Jetzt gucken wir uns natürlich noch an, was ist denn da für Kabel mit bei. Und für Hefte. Man wartet auch schon für das Unboxing. Was haben wir hier? Ist ja auch cool gemacht. Dann kann man das so aufklappen. Und auf der anderen Seite. Ach, dann haben wir hier einen Adapter. Wenn man zum Beispiel am Laptop oder am PC machen will. Ja. Aber das ist zweimal Mono, ist das. Das ist nicht Stereo, das ist Mono. Oder für andere Geräte? Also wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil für einen Laptop wäre denn doch ein bisschen ungeeignet, weil das zweimal Mono. Ein Strich Mono, zwei Striche Stereo, drei Striche ist Mikrofon mit bei. Kennt ihr ja von euren Headsets, die immer bei den Handys mit beiliegen. Dann haben wir einmal ein Kabel, der ist Micro-USB. Die sind auch nicht gesleeved. Und einen Klinkenkabel, der wiederum Stereo ist. Seht ihr das? Ja, kann man sehen, oder? So, und dann haben wir noch ein Heft mit bei. Doch der Adapter soll für
PC sein. Steht hier drin. Aber die Schrift ist so klein, das muss ich mir denn. Muss ich mir mit Lesebrille nachher mal antun. So. Und das war's. Mehr ist da jetzt nicht mit bei. Dann würde ich für das Unboxing hier auch erstmal Schluss machen. Und wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wo wir denn die das erste Mal anmachen werden. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich anhören werden. Bis dahin. Achso, ich mach mal. So, sieht freundlicher aus. So, dann würde ich mich bis dahin erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen, Bimmelglocke nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.